Yo guys, what's up? The Blue Gangster is back with another part of X-Plays Final Fantasy 13 2. Wir sind hier bei Part 22, ja, und diesmal habe ich einen Special Guest dabei. Ja, Dean Sifan ist am Start. Alles klar, und zwar, wenn ihr mein altes Let's Play gesehen habt, was ein bisschen komischer war, als mein allererstes Let's Play ist und die Grafik war nicht gerade Bombe, das war SD sein Vater. SD sein Vater. Ja, das war dann was? Scheiß Definition sein Vater. Auf jeden Fall. Alles klar. Auf jeden Fall, DMC-Fan war der, der mich sozusagen mit seiner Commentary in meinem allerersten Let's Play auf meinem Kanal beglitten hat. Begleitet hat. Ja? Ich hab dich nicht beglitten. Okay, das krank gerade wirklich eklig, obwohl es eigentlich nur ein Insider gewesen ist, aber gut. Und ja, er ist wieder mal dabei und dann auch direkt die erste Frage, DMC-Fan, was weißt du alles über Final Fantasy 13 2? Naja, ich habe mit dir also du hast ein Playthrough gemacht, also quasi ohne Aufnahme, ich hab's bis zur Hälfte, glaube ich, angeschaut. War das damals schon? Ja, wir haben damals in der Ausbildung, hast du ja schon den zweiten Teil nach unserem Let's Play ja angefangen. Ah, okay, das ist schon so lange her, ich erinnere mich kaum. Nee, du hast es angefangen, hast es dann gespielt und ich habe da bei dir geschaut. Ich weiß leider nicht, wie weit es war. Aber ich habe so die Story ein bisschen im Kopf. Ja. Und ich glaube, letzte Woche oder vorletzte Woche hast du mir die Geschichte von den Hauptcharakteren erzählt. Ja, genau, ja. Ihr müsst wissen, die Aufnahme läuft jetzt zum dritten Mal, glaube ich. Und ja, ich hoffe, jetzt läuft alles ohne Probleme. Ja, auf jeden Fall. Damit wir mal auf so wichtige Fragen kommen, während das hier läuft. Was hast du jetzt nochmal, um es einfach in Erinnerung zu rufen, was hast du noch von damals, von Final Fantasy 13.1 im Kopf? So nicht das Allgemeine, sondern die sehr guten, die sehr dummen, bösen Dinge, wie man das auch nennen will. Was ist dir da so noch geblieben? Da ich sowieso nicht wirklich Final Fantasy Fan bin, eigentlich nicht so viel außer halt das Ende der Story, hat mich ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht mitgenommen, sondern beeindruckt, sage ich mal so, weil ich nicht erwartet habe, dass was dort passiert. Und für mich, ehrlich gesagt, war die Geschichte, so wie sie sich im 13.2 jetzt fortbewegt, sage ich mal, eine Überraschung, dass da überhaupt alles nur mit Sarah, auf Sarah quasi zentriert ist. Und ja, das mit Lightning und so, dass die jetzt im Valhalla ist und so, das war, also das habe ich jetzt persönlich nicht erwartet. Und das war eine Überraschung. Ja, das liegt wahrscheinlich auch daran, weil die Fans, also ich habe jetzt keine Ahnung mehr von der Community, aber ich denke mir, die waren so von wegen drauf, okay, die Story war gar nicht so schlecht, wie die meisten sagen, aber wir haben Sarah nur in Cutscenes gesehen, ich hätte ein bisschen mehr Action mit Sarah gewünscht und wahrscheinlich ist das hier dabei rausgekommen, denn selbst wenn es hier ja eigentlich um Sarah und Noel geht, man hat trotzdem die Begegnung und vor allem auch die Möglichkeit mit Lightning zu spielen. Das ist nicht so, dass jetzt nur Sarah im Mittelpunkt steht, ja. Aber trotzdem ist Lightning nicht der Hauptcharakter des Spiels quasi. Ja, aber was mich da noch mehr wundert, ist halt Noel. Ja, der Typ, der hier gerade so rumläuft, weil der kommt einfach aus dem Nirgendwo, ja, man weiß einfach gar nichts von den Typen, trifft von 0 auf 100 Lightning, ja, und ist sofort der zweite Main im Dings und du denkst dir so, okay, der ist jetzt einfach mal reingejappt und hat's gepackt irgendwie, weißt? Ja, am Anfang ist es zwar verwirrend,
Aber durch die Story, durch die ziemlich verwirrende Story, das ist auch so ein Minuspunkt für mich in diesem Spiel, weil wenn man jetzt gar keine Berührungen mit Final Fantasy hatte, außer halt diesen Teil, wie auch immer, wird man jetzt sagen, was soll das? Also die Story wird erst quasi, man muss sie sich in einer Reihe selber quasi darlegen, damit man die Story richtig versteht, weil man spielt ja hier quasi Episoden, und zwar so wie man will, kann man die Episoden spielen. Ja. Und das Ding ist halt, die Story wird schon erklärt, aber das passiert erst, sage ich jetzt mal so, eher in der Mitte. Also man muss eher schon ein bisschen weit wandern, um auf den Kernpunkt, auf den Auslöser zu kommen. Was hat's mit Final Fantasy 13.2 auf sich? Ja, das versteht man am Anfang null. Man blickt null. Man denkt sich, warum ist das so? Warum ist das so? Und wann wird dieser Fuck erklärt? Und es ist so, wenn du dann weiterspielst und dann Lightning wieder eine besondere Rolle bekommt, dann kriegt dir das alles in der Cutscene geklärt. Ich hab's hier auch drin, ich hab's extra erwähnt. Aber ich weiß nicht, ich finde das halt bisschen blöd platziert. Es gibt positive Gründe für die Platzierung, es gibt aber, glaube ich, auch mehr negative Gründe für diese Position, von wegen diesem Chor der Geschichte zu erklären, weil die Leute, wenn sie 13.2 sehen, das erste, was sie sich denken, ist ja, was ist der Sinn dieses Teils, ja? Hm. Und da wäre es eigentlich viel besser gewesen, wenn sie es von Anfang an gesagt hätten, damit die Leute darauf vorbereitet sind und wissen, okay, das hier ist gerade los und deswegen machen wir jetzt das und das und das, und dann denken sie sich nicht für die Hälfte des Spiels, ich wandere hier eigentlich gerade für nix und wieder nix durch die Zeit wie ein Depp. Ja? Ja, also ich sag mal so, die Story ist nicht schlecht, aber die haben es viel zu spät, oder die haben den Spieler viel zu lange im Dunkeln gelassen, sag ich mal so. Ja, aber ich kann auch verstehen, warum die das diesen Teil so komisch gemacht haben. Und zwar der Grund ist, die haben das so gebraucht, damit sie es gut genug für den 13.3er machen können. Weil als der 13.1er geendet hat, da war eigentlich, hat man nicht gewusst, dass der 13.2er rauskommt. Ja, da stand auch nichts von Fortsetzung folgt. Und es ist so logisch, dass es eigentlich den 13.2er, dass der nicht geplant war. Weil am Ende der Geschichte war eigentlich alles aufgeklärt. Es war eigentlich alles fest. Es gab keine Fragen mehr. Okay, es gab ein paar scheiß Situationen und so, wo man sich gedacht hat, hätte das nicht besser ändern können. Ich spreche gerade von Vanille und Fang in dieser Kristallsäule. Ja. Ja? Aber genau das ist für mich quasi, da ich ja noch nicht wusste, dass es mehrere Teile gibt, wobei, ich glaube, Square Enix hat das von Anfang an sogar gesagt, dass das eine Trilogie wird. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ich glaube, es war aber so. Ja, aber dann war das Ende vom 1er ein bisschen schlecht geregelt. Nicht im Sinne von Ending an sich, sondern von Sinne Ending, um auf den zweiten Teil zu kommen, ja? Das hat sich für mich gerade eigentlich am Ende nur so, also der Anfang vom 13.2er hört sich für mich so wie ein, wir mussten diesen Weg jetzt vortäuschen, damit wir eine Brücke von 1er zu 2er haben, verstehst? Ja, ich sag mal so, die Story, also die komplette Story, oder besser gesagt, die manche Abschnitte der Story schwächeln bei Final Fantasy 13. Also als Reihe meine ich jetzt. Ja, aber das Ding ist halt, ich glaube, warum dieser Teil insgesamt so ist, ist halt nicht wegen Sarah Hauptcharakter, sondern auch dieses Ding von wegen, es kommt noch ein dritter Teil raus, weil da hat man auf jeden Fall gemerkt, okay, das ist nicht nur klar, dass da ein dritter Teil rauskommt, die zeigen uns auch noch, dass ein dritter Teil rauskommt, weil im Gegensatz zum 13.1er steht beim 13.2er am Ende Fortsetzung folgt, ja? Ja. Deswegen, da haben sie es klar gemacht, da habe ich keine Bedenken dabei. Aber das Ding ist, wenn du den 13.3er schon so geplant hast, dass er besser sein soll als der 13.1er und den 13.2er zusammen, dann muss es irgendwo irgendwas geben, wo das Spiel ein bisschen
kompliziert oder schlecht aussehen muss. Weißt du, sonst hätte der 13-3er ja gar keine Chance zu glänzen, verstehst du? Ja, das glaube ich jetzt eher weniger, weil das Spielsystem in 13-3er wurde ja komplett überarbeitet und das ist ja komplett was anderes. Von daher kann man das so in dem Schlüssel gar nicht vergleichen, sage ich mal. Aber ja, so sehe ich das. Eigentlich was ich jetzt mal kurz von Final Fantasy 13 wegzukommen, was ich mal dich mal fragen wollte, wie siehst du die Entwicklung von dem Remake, oder ich glaube, ja, das ist ein Remake von Final Fantasy 7, also die Episodenaufteilung und so weiter. Also auf jeden Fall, ich weiß jetzt mittlerweile, wie die meisten Leute dazu stehen, es gibt ein paar Leute, die das feiern, ziemlich viele Leute, die das nicht feiern, weil sie sagen, ich wollte Final Fantasy schon so lange haben und jetzt kommt es mit nicht nur mehreren Teilen, sondern ich muss mir diese mehrere Teile als CD auch noch kaufen. Das gefällt denen gar nicht, ja? Kann ich zwar verstehen. Nein, das wird ja nicht auf CD kommen, das erste Mal quasi. Ich glaube, diese Episoden werden erstmal online vertickt. Denkst du? Ja, ich glaube schon, weil bis jetzt war das bei jedem Episodenspiel, dass erst kommen die Episoden einzeln online und dann irgendwann später, wenn alles da ist, wird alles auf eine CD gepresst und dann wird das quasi in Retail. Ja, aber ich meine ja anfangs, weil jeder will ja nicht die sehen, okay, Final Fantasy 7 Teil 1 ist draußen, jetzt müssen wir nur noch warten, bis die Complete Edition rauskommt. Das machen die Leute ja nicht. Also ich weiß selbst nicht, was es soll, aber im Gegensatz dazu, so wie andere Leute aufgeregt sind, eigentlich finde ich das positiv. Also ich sehe das als was Positives aus dem Grund, weil du weißt ja, wir haben lange gewartet, über ein Jahrzehnt, jeder wollte Final Fantasy haben, seit PS3 sagen sie, das Remake kommt, jetzt ist PS4 schon, weiß ich nicht, wie lange da ist, war immer noch nicht da, dann kam die Verarsche von wegen Final Fantasy 7 auf PS4 und dann war es nur die PC-Version, ja, die haben sich richtig abgefuckt gefühlt, richtig verarscht gefühlt und das sieht jetzt zwar nach einem Grund aus von wegen, ihr verarscht uns nur noch mehr, weil wir jetzt auf das komplette Ding sozusagen noch länger warten müssen. Aber für mich ist es so ein Ding, Final Fantasy in mehreren Teilen zu haben und vor allem, weil sie gesagt haben, eine CD oder ein Teil ist ein Maß von einem kompletten Spiel, ja? Das heißt, die haben sich wirklich Zeit gelassen, die haben da Arbeit reingesteckt und ich krieg mehr als nur einen Final Fantasy 7 Remake-Teil zum Spielen. Das ist für mich doch was Positives. Vor allem, nachdem ich so lange gewartet habe, kriege ich endlich einen Shitstorm, positiven Shitstorm voller Final Fantasy 7 Content. Ist doch geil. Ja, aber du musst es auch von der anderen Seite sehen, in dem Sinne, dass du hast ja das alte Spiel auswendig quasi, du kennst es auswendig. Ja, natürlich, und, ja. Und du sagst ja jetzt selber, die sagen, ein Teil wäre ein komplettes Spiel. Das heißt, sie nehmen das alte Spiel, splitten das in Teile und sagen, ja, jetzt ist das ein komplettes Spiel, bitteschön. Also, Nee, das hast du wahrscheinlich falsch verstanden. Ich habe da zwar nicht so viel Hintergrundinformation, aber allein von den Trailern, die ich gesehen habe, habe ich mir da schon was dabei rausgraben können, weißt du? Es gibt ja bis jetzt nur zwei Trailer, was hast du da gesehen? Ja, aber wenn du die Story in- und auswendig kennst, dann ist 1 plus 1 gleich 2. Also, das ist halt so, du musst überlegen, das Kampfsystem wurde geändert. War klar, finde ich irgendwo auch schade, weil ich bin echter richtiger Final Fantasy 7 Fan und daher auch ein richtiger Fan von dem rundenbasierten, wo es halt ab Final Fantasy X aufgehört hat. Und finde ich zwar schade, aber dadurch, dass dieses Open World ist zwar neu strukturiert,
aber es ist auch teilweise weg. Weil Final Fantasy VII war das erste 3D-Spiel auf einer Konsole überhaupt, also auf der PlayStation überhaupt, das so groß in so einem Umfang war, ja? Ja. Und das war alles Open World. Ich meine, sobald du aus der ersten Stadt raus konntest, konntest du hin, wie du, wohin du willst. Du konntest Story-Parts erleben, welche du willst. Es war scheißegal. Du konntest es einfach machen, was du willst. Gegen den kämpfen, gegen den du Bock hattest. Es war komplett frei. Aber jetzt, ja, jetzt ist es dieses, so wie wir das jetzt hier sehen, ja, so läufst du in Zukunft mit Cloud rum. Das heißt, du wirst diese Übersicht, dieses von oben runter, dieses 2D-mäßige, dieses, keine Ahnung, Age of Empires oder wo das halt berühmt ist, wirst du jetzt nicht mehr sehen können. Deswegen, du meinst diese Vogelperspektive quasi. Genau. Und wenn du jetzt in diese Open World gehst, so wie das bei Final Fantasy VII in PS1-Zeitalter war, wird es wahrscheinlich so gar nicht mehr geben. Deswegen frage ich mich, wird das jetzt so eine Art, warte, was ist jetzt das beste Beispiel? 13.3. 13.3, hast du ja schon mal gesehen. Ja. Es ist zwar nicht komplett Open World, aber du hast einen riesigen Bereich, wo du rumlaufen und exploren und sonst was kannst. Und du bist so gut wie an gar nichts gebunden. Ja? So denke ich mir das. Und das sieht man auch teilweise so im Trailer. Deswegen denke ich mir auch, weil das von der Open World, um wieder auf den Punkt zu kommen, weil es von diesem Open World Unterschied gibt, dass es auch ein paar Unterschiede in der Story selbst geben wird. Weil es ein Remake ist und vor allem, weil sie schon das Spielprinzip geändert haben, glaube ich nicht, dass die Story 1:1 umgesetzt wird. Und daher rede ich auch von diesem neuen Content, verstehst du? Weil es muss nicht mal was ganz Neues sein, es kann auch was Altes sein, was von einem anderen Winkel betrachtet wird. Hm. Und das klingt zwar nach wenig, aber für Leute, die 10 Jahre auf ein Remake von einem Spiel gewartet haben und es dann in HD auf der PS4 haben, für uns reicht sowas völlig eigentlich aus. Ja gut, wenn ich mich jetzt so als, wenn ich jetzt eine Reihe, die ich lange nicht mehr hatte, erwarte, dann sehe ich das so, dass, wenn ich ein Remake will, dann will ich genau das, was das Spiel früher geboten hat, nur halt in einer schöneren Grafik, vielleicht, wenn das der Fall ist, einer verbesserten Steuerung im Gegensatz zum alten Teil. Und sonst keine super duper extra Sachen. Von daher, ich weiß es nicht. Man könnte das so machen, dass man sagt, ja, wir machen Final Fantasy VII und dann noch irgendein Untertitel dazu und ja, dann hätte man das irgendwie vielleicht rechtfertigen können, dass es so rausgekommen ist. Ich verstehe schon, was du meinst. Und so denken auch viele Leute, aber es gibt halt zwei Punkte, die du berücksichtigen musst, wo das nicht möglich ist. Und erstens ist es das alte Kampfsystem. Die komplette Engine ist auf dieses neue Kampfsystem umgestiegen. Du siehst, die haben an 13.3er gearbeitet, die haben jetzt an den ganzen neuen Online-Teilen gearbeitet und die arbeiten an den 15er. Und die haben alle diese neue Engine, also verfeinert für das neue Remake, dann wieder auf die alte Engine rüber zu springen. Ja, das hätten die dann schon in der PS3-Version machen können. Dann hätten die gar nicht so lange warten brauchen. Nee, warte mal. Man kann ja eine neue Engine schon nehmen. Das ist ja gar kein Problem. Aber dass man diese rundenbasierte und dieses Vogelperspektive trotzdem die Möglichkeit lässt. Ich bring dir ein Beispiel. Das Remake von Halo 3 auf der Xbox. Ja. Da ist es so geregelt, dass du das alte Spiel hast, ein Knopfdruck genügt, um dir das Spiel live, als du das spielst, wird das Spiel in alter Grafik dargestellt. Du drückst nochmal auf den Knopf und dann werden die alten Texturen durch hochaufgelöste Texturen ersetzt und das live im Spiel. Das ist ein super geiler Remake. Also ja, aber das größte Problem an dieser ganzen Sache und was die meisten Leute nicht verstehen, ist Final Fantasy VII an sich. Weil das Problem ist, ich weiß, du hast es ab und zu mal
bei mir gesehen, aber ich weiß, du hast es noch nicht gesehen, wie es einer, also du warst nicht von 0 bis 100% dabei. Nee, das stimmt. Genau. Und in diesem Spiel, in der PlayStation 1 Version, gibt's so viele krasse, unterschiedliche und erweiterte Elemente, ja? Hm. Wenn die das, wie du es jetzt sagst, von der PlayStation 1 Version so auf die PlayStation 4 Version sozusagen rüber switchen sollten, ja? Weil du redest ja von Halo 3. Dieser Grafikunterschied war ja nicht so groß, aber wir reden hier gerade von PlayStation 1 auf PlayStation 4. Ja, aber Halo, ja, warte, aber Halo war ja Xbox Xbox 1, also komplettes Xbox. Ja, ja. Und jetzt ist das Ding auf Xbox 360 geswitcht. Und das ist schon... Ja, aber das ist nur eine Konsolengeneration und du musst daran denken, die Xbox 1, ja, die hatte den Standard von einer PlayStation 2, wenn es um die Grafik geht. Die PlayStation 1, ja, die war in Pixeln, das war komplett pixelig, da gab es noch keine runden Oberflächen, gar nichts. Und jetzt PS4... Das weiß ich ja. Das ist ja was ganz anderes, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt an sich ist, wenn du nicht diese Pixel verändern willst, sondern alles, den kompletten Content, was es in Final Fantasy 7 damals gab, dann bräuchten die von heute an mindestens noch 10 Jahre plus um den Remake. Nicht. Doch. Weil wenn du wüsstest, wie riesig das ist, ich habe das schon mindestens 3 oder 4 Mal auf 100% gezockt und selbst ich habe gerade mal 70% des Spiels entdeckt. Ja, aber denk daran, dass die über das Remake haben die schon Ewigkeiten lang geredet und gesprochen, ja, wir bringen das raus. Wie lange haben die das versprochen? In dieser Zeit, in der sie rumgelabert haben, ja Leute, das kommt und das kommt doch am Ende nicht. In dieser Zeit könnten die genau das machen, was ich gerade gesagt habe. Ja, aber du musst auch überlegen... Ich sag mal so, wäre jetzt dieser Titel für die PS3 nicht rausgekommen, also hätten die das für die PS3 gar nicht geplant gehabt, dann wäre ich genau an deiner Stelle. Aber allein dadurch, dass sie einen Trailer dafür rausgebracht haben und es eigentlich dafür geplant haben, dass es für die PS3 rauskommen soll, habe ich mir so gedacht, okay, es war eigentlich auf einen PS3-Standard gesetzt. Wahrscheinlich war es genau die Umsetzung, von der du hier gerade redest, wahrscheinlich war es genau das, wie dieser Halo-Unterschied. Das wollten sie wahrscheinlich für die PS3 rausbringen. Dann ist aber erstens wahrscheinlich was schiefgelaufen. Zweitens haben sie die komplette Engine ändern müssen und sonst was machen müssen. Und dann kamen die ganzen anderen Teile wie 13, 14 und weiß ich nicht. Und dann haben die gedacht, okay, wir sind jetzt mit der Final Fantasy-Reihe allgemein so weit, ja, dass wenn wir jetzt den Final Fantasy 7, den wir eigentlich rausbringen wollten, rausbringen, dann sieht es nicht aus wie ein Fortschritt, sondern eher ein Step Back. Und das wollen wir den Leuten ja nicht bringen. Und deswegen kam wahrscheinlich diese ganze Veränderung mit der Engine, mit der Grafik, nicht nur, sondern auch mit der Karte und sonst was. Aber das Ding ist, es ist mir so gesehen eigentlich egal, weil ich bin einfach nur drauf gespannt, ich will auch nicht wirklich haten, ich bin einfach nur drauf gespannt, was Square Enix nach all diesen Jahren geleistet hat. Ich will dieses Spiel mit meiner PS4 bei mir haben, es anzocken und dann sozusagen selbst diesen Plus- und Minus-Content sehen. Okay, das haben die verändert, das ist geil, das haben die scheiße gemacht, das hätten sie nicht machen dürfen. Das will ich sehen, ich will sehen, was sie nach all den Jahren gebracht haben und damit wäre ich auch zufrieden. Und ich sehe gerade, wir sind am Ende. Der Part ist zu Ende, von daher verabschiede ich mich schon mal jetzt. Wenn du Zeit hast, dann machen wir die Diskussion entweder offline oder in einem anderen Part. Von daher verabschiede ich mich jetzt für diesen Part. Und hoffe, wir sehen uns später mal. Ja, okay, alles klar. Ich habe zu viel gelabert, man merkt's. Auf jeden Fall, Leute, das war's von mir und DMC von der Arschloch. Ihr wisst es. Danke sehr. Ja, und wir sehen uns dann in den nächsten Parts, wenn DMC von wieder für uns bereit ist. Dann hören wir ihn auf jeden Fall nochmal. Danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. The Blue Gangster is out. Peace, YouTube World.